Wenn man hier im Westen. Nein, halt, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich ganz kurz sagen, wie froh ich bin, dass ich beim Friseur war. Seht ihr das? Wie kurz die Haare sind? Ich habe am Montag bestimmt 3 Kilo Haare verloren und es fühlt sich so gut an. Okay, Contenance. Also, wenn man hier im Westen anfängt, eine asiatische Kampfkunst zu unterrichten, dann sagt einem keiner, dass man dadurch auch so eine Art Kulturbotschafter wird. Und dass man sich neben dem reinen Vermitteln von Techniken auch mit allerhand merkwürdigster Fragen beschäftigen muss. Ich meine, klar, natürlich kann man das mit so einem locker flockigen, das ist eben einfach so, abtun, so wie das in den meisten oder sagen wir eher vielen deutschen Wald- und Wiesen-Dojos praktiziert wird. Aber es ist der Weitergabe und vor allem der Anerkennung der Kampfkunst Karate in modernen Wettbewerben nicht unbedingt zuträglich. Aber wenn da jetzt Woche für Woche so ein Schüler vor euch steht, der euch mit den detailliertesten und merkwürdigsten Fragen bombardiert, dann habt ihr letzten Endes irgendwann nur noch zwei Möglichkeiten. Ihr kapituliert, zieht euch auf das, das ist eben so zurück, oder ihr tut was dagegen. Ihr informiert euch, bildet euch weiter und versucht den Fragen, wenn möglich, schon im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dass der Unterricht einer Kampfkunst wie Karate vielleicht mehr mit Kultur und Mentalität zu tun hat, als uns lieb ist, das wird vielen Unterrichtenden erst nach einer ganzen Weile klar. Und manche merken das vielleicht auch niemals. Bei mir entstanden die ersten Kolbenfresser im Hirn, als ich irgendwann so bemerkte, dass ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann, wie meine Schüler denken. Und das hing vor allen Dingen mit meiner eigenen Entwicklung zusammen, die sich über die Jahre hinweg immer offener und weit entfernt von Dogmen gestaltete. Aber gerade wir Deutschen, wir lieben Dogmen. Wobei man das Wort Dogma an dieser Stelle vielleicht eher mit Normierung ersetzen sollte. Sind wir doch mal ehrlich, es ist doch typisch westlich und damit auch typisch deutsch, Dinge in Schubladen zu sortieren oder ihnen einen Stempel aufzudrücken, damit man sie besser zuordnen kann. Und das ist es auch, was im Unterricht immer wieder passiert. Mir fällt nämlich auf, dass meine Schüler alles, was ich sage, wörtlich nehmen. Beziehungsweise viele meiner Aussagen als eine Art unveränderliche Wahrheit abgespeichert werden. Erkläre ich dieselbe Sache dann ein paar Wochen später ein kleines bisschen anders, wird es sofort in Frage gestellt, weil wir hier im Westen massivst dazu neigen, Dinge in falsch und richtig einzukategorisieren. Ein kleines Beispiel gefällig? Das hier ist ein Ausschnitt aus der Wado-Ryu-Version der Kata Pinan Yondan. Gezeigt wird ein Chudan-Barai in Kombination mit einem Yokogeri, also einem Fußtritt seitwärts. Aber das ist doch kein Maigeri, höre ich jetzt die Shotokan-Fraktion empört brüllen. Das hier ist ein Yokogeri. Das war übrigens derselbe Abschnitt aus der Shotokan-Version der Pinan Yondan, dort als Eyan Yondan bezeichnet. Und jetzt die große Überraschung. Beides zeigt einen Yokogeri. Yokogeri heißt einfach nur Fußtritt zur Seite. Es handelt sich hierbei nicht um irgendeine besondere Fachsprache, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Das ist einfach nur Japanisch. Fußtritt zur Seite sagt absolut überhaupt nichts darüber aus, wie das Ding ausgeführt wird. Es heißt einfach nur ein Fußtritt zur Seite. Okay, man könnte jetzt das Argument bringen, dass es sich bei Japanisch um eine fremde Sprache handelt. Und weil man mit der sonst ja nicht so viel zu tun hat und die Begriffe auswendig lernen muss, neigt man dazu, da so eine Art Fachsprache draus zu machen. Und damit geht es wieder um falsch und richtig. Aber jetzt mal ehrlich, da kommt einer von der Seite an und will mir die Ohren oder das Beißgeschirr neu gestalten. Ich trete zur Seite, der sackt zusammen und ich stehe noch. Macht es aus eurer Sicht jetzt irgendeinen Unterschied, welche der vorhin gezeigten Versionen des Yokogeri ich dafür benutzt habe? Richtig, nein! Es zählt nur, dass er jetzt da unten liegt und ich noch stehe. Und das, meine lieben Freunde, ist die aus meiner Sicht einzig
einzig gültige Einteilung von richtig und falsch. Falsch wäre es nämlich nur gewesen, wenn ich jetzt da unten liegen würde und er noch stehen. Hinzu kommt aber jetzt auch noch, dass das vor allen Dingen so Diskussionen und Betrachtungsweisen sind, die vor allem im Kihon-Bereich, also der Grundschule, dem Üben ohne Partner eine Rolle spielen. Aber Kihon fokussiert sich nur auf Body Mechanics. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt mit der Hand in Kopfhöhe checke oder in Brusthöhe checke. In der Anwendung wiederum ist das anders, da macht es sehr wohl einen Unterschied. Je nachdem, ob der Gegner jetzt zur Brust oder zum Kopf schlägt. Aber wie oft höre ich beim Kihon dann Kommentare wie: Aber in der Anwendung haben wir doch vorhin in Brusthöhe abgewehrt, wieso denn jetzt plötzlich zum Kopf? Ganz einfach, weil es bei der Übung ohne den Partner im Hinblick auf die Body Mechanics erstmal völlig irrelevant ist. Aber der westliche Mensch, der will absolute Antworten haben. Wie machen wir das? Aber in der Anwendung war das doch anders, warum ist das jetzt so? Er scheint nur selten fähig, sich auf Veränderungen oder sagen wir vielleicht besser, den Moment einzulassen. Das östliche Denken ist da wiederum anders gestrickt. Wenn wir jetzt mal den japanischen Anspruch im Hinblick auf Konformität außen vor lassen, weil da sind die uns in ganz vieler Hinsicht relativ ähnlich. Dennoch beurteilt die östliche Denkweise oftmals eher den Moment. Heißt, jetzt gerade machen wir das so. Das heißt aber nicht, dass das später oder mit einem Partner nicht auch leicht modifiziert werden muss. Ich meine, darum hat sich ja auch Kata über die Jahrhunderte immer wieder verändert, weil sie sich eben den Übenden oder den jeweils vorherrschenden Situationen angepasst hat. Und daher finde ich, auch wenn es damals eher ein politischer Move war, Funakoshis Änderung der Schreibweise für Karate von China-Hand zu Lehrer-Hand einfach genial. Denn das Schriftzeichen Kara bedeutet nicht nur leer, es bedeutet auch Himmel. Und der Himmel, der umfasst einfach alles. Der ist grenzenlos und beinhaltet alles das, was man sich vielleicht vorstellen oder auch nicht vorstellen kann. Daher mein Rat an meine Schüler und auch an alle Zuschauer: Seid in eurer Übung wie der Himmel. Nur so wird euer Karate effektiv, weil es sich den Umständen und nicht irgendwelchen Dogmen anpasst, weil es eine lebendige Kampfkunst ist. Ja, ein haariges Thema, das ich immer wieder mit meinen Schülern diskutieren muss. Und es ist tatsächlich so, dass ich das, was ich euch jetzt hier in diesem Video erzähle, auch meinen Schülern schon 100-mal erzählt habe. Aber das kommt einfach nicht an. Und da merkt man erstmal, wie starr wir in unserem Denken sind, beziehungsweise wie schwerwiegend kulturelle Einflüsse und auch Bildung in diesem Moment ist. Ich meine, in der Schule bekommen wir das ja ähnlich beigebracht. Wir kategorisieren Dinge, wir normieren sie, wir drücken ihnen einen Stempel auf und dann ist das so und ist unveränderlich. Und sich von dieser Denkweise zu lösen, das erfordert eine Menge Übung. Und jetzt würde mich mal interessieren, hat es bei einem von euch da an der Stelle mal Klick gemacht? Habe ich vielleicht damit einen Aha-Moment ausgelöst? Wart ihr auch eher die Fraktion, die sagte, ja, das ist so, so stilgebunden und habt jetzt gemerkt, ui, stimmt, da ist was dran? Oder habt ihr das schon früher erkannt? Und dann ist die Frage, wann habt ihr das erkannt? Wie habt ihr das erkannt? Hat euch jemand drauf gestoßen? Oder ist das bei euch eher wie bei mir passiert, dass diese Erkenntnis irgendwann von alleine kam? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Was mich nämlich daran interessieren würde, ist, ob das ein Prozess ist, der angestoßen werden muss wieder, oder reicht es einfach, dass man selbst dafür offen sein muss und es nur dann funktioniert? Tja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wenn ihr auch in Zukunft Videos über Kampfkunst, Zen und japanische Kultur sehen wollt, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und dabei auch das Glöckchen nicht vergesst, weil dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!